in der letzten Episode. Ach du Schande, die ganze Kohle, ja. Und haufenweise Stöcke. Ja, da kommt gleich der Spruch. I can barely walk with this much gear. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark. Ja, wir sind im Interloper-Modus, es ist stockfinster, fast. Ja. Wir müssten noch ein bisschen schlafen, wenn wir den Schlafsack finden. Ja, das ist jetzt vorausgesetzt, da war er. So. Futter haben wir genug, Wasser mal rein. Und dann... Nee, falsch. Schaffst du denn noch 2 Stunden? Beziehungsweise, weißt du was, wir warten erstmal 1 Stunde. Ja. So, und jetzt schlaf halt. 3 Stunden werden es wahrscheinlich nicht. So, jetzt ist hier drin wieder hell. Jetzt seht ihr was. Sehr schön. Okay, da ist der Ausgang. Wir erstmal Wasser rein. Wir müssen ja leicht werden. So, wir gucken mal, was das Wetter sagt. Wir müffeln natürlich ein bisschen. Oh, starving. Okay, es ist sehr, sehr kalt. Wir müssen mal gucken. Ich schmeiß das erstmal raus. Was es im Wind sagt, wie stark der Wind ist. Oh, das ist noch zu kalt. Es ist noch zu kalt. Okay, dann machen wir das so. Wir bleiben jetzt erstmal einen Moment draußen, um zu gucken, wie sich das Wetter entwickelt. Das heißt, wir basteln erstmal einen Moment. Okay, es wird neblig. Na gut. I say I hate being cold. Because I really do. Ein Echo hier drin wäre super. Ja, 20 Grad gefühlt ist natürlich schön, aber es reicht halt nicht. Nee, 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 ich wollte warten. Okay. Oh, I need a horse. Wo ist eigentlich unser Horse da? Ist das wieder dichter Nebel? Es ist kein dichter Nebel. Warte mal, wir brauchen ja eh Holz. Ich würde mich gerne wissen, klar das auf? Oder bleibt es so kalt? Ja, ja, wir wärmen uns auch auf. Keine Sorge. So. Okay, es ist immer noch neblig. Temperatur minus 70 ist jetzt nicht super. Wenn man jetzt wüsste, dass es... Ja, wir gehen ja schon rein. Für mich wäre halt nur interessant zu wissen, ob es halt wieder, ob es nochmal nebliger wird. Also ich weiß gar nicht, wie was jetzt eigentlich mit ihr los ist. Weil es kalter ist, ist ja wieder zu warm. Ja, unser Zustand ist natürlich hervorragend. Kann ja nicht viel machen. Ja, das Warten ist natürlich super. Naja, daran wird es liegen. Sie kommt gar nicht mit Jammern hinterher. Okay, es fängt jetzt an zu schneien. Okay. Sekunde, wir trinken kurz. Trinken. Das macht uns gleich nochmal gehörig leichter. Ich hätte gern die Kilostücke. 2 Kilostücke. Das da. Nee. Das da. So, die lassen wir da. So. Ja, ich würde eigentlich gerne mal oben entlang gehen auch, weil da auch meine Leiche und Rucksack und sowas liegt, aber halt auch leider ein Wolf steht. Gerne mal. Wir müffeln aber nicht. Okay, Sekunde. Okay, der eine Wolf haut ab. Man hört. Das hängt mit dem Wolfspelzmantel zusammen. Nur halt nicht sehr zuverlässig. So. Naja. Okay, ich versuche nicht zu viele Richtungswechsel zu machen. Ey, wir haben den Kurzwellenturm entdeckt. Nicht cool.
gucke, ob ich einen Wolf da unten sehe. Sieht aber nicht danach aus. Ja, da können wir wahrscheinlich auch zum Kurzwellenturm. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt heute nicht mehr das Ziel. Es wird wahrscheinlich eh Abend, bis wir dann am Rätselsee sind. Von daher. Müssen wir eh ein bisschen gucken, dass wir nicht zu sehr trödeln. So, da sind wieder die Schösslinge. Ja, es ist erstaunlich wohl. Nein, es ist nicht. Der kommt auch hierher getrabt. Naja, der... Wir müffeln aber nicht. Ich weiß nicht, wieso der uns gerochen hat. Ich habe keine Ahnung. Ach, drunter. Ich weiß es nicht. Hau ab, du Penner. Erscheint. Okay, es sind zumindest keine Verletzungen, es hat uns aber massig Prozente gekostet. Ich weiß auch nicht, warum der uns aus so großer Entfernung schon gesehen hat. Das ist ja nicht normal. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Tja, das hast du davon. Ich bin fast versucht, noch ein kleines Feuerchen da oben in der Höhle zu machen. Damit, weil wir haben jetzt durch den Wolf ein bisschen viele Prozente verloren. Dass wir das halt, ja gut, wir haben gerade wieder die 40 Kilo überschritten. Ich meine, da brauchst du halt auch nicht an Rennen zu denken. Wir müffeln nicht und trotzdem hat der Penner uns auf dem Visier gehabt. Verstehe ich nicht. So, da wird sie sich gleich darüber noch beschweren. Wo ich jetzt hier die Höhle... Ach, guck mal, eine Säge. Das ist ja der Hammer. Er hat wahrscheinlich nix. Keine Tug. Ja, wo ich jetzt hier die Höhle sehe, ich muss mich so totlachen. Der Accurize 2 hatte ein, ah, hier hinten geht, ich brauch mal gar kein Feuer. Das fühlt sich wie 21 Grad an. Ja, dann warte mal das kurz ab. Der war in Milton gewesen, weil er in die neue Map wollte. Und er hatte dort auch einen Bären geschossen. Da gibt es ja diese Brücke Richtung Absturzstelle. Also so Story-Modus Beginn sozusagen. Den Bär hat er halt platt gemacht und hat ihn auseinandergenommen und hatte halt dann das Bärenfell dort gelagert und vergessen. Und kam dann halt wieder zurück, weil er die neue Map wollte und natürlich das Bärenfell noch holen. Er wollte auch selber einen Bärenfell-Schlafsack, den wollte er reparieren. Und ja, der Bär war natürlich wieder da, mit dem hat er sich dann angelegt, also hat geschossen, daraufhin ist der Bär natürlich geflohen, weil er vor allem auch ins Auto gerannt ist. Und ja, und dann ist der Bär natürlich wieder rumgerannt wie ein Irrer und dann lag er halt vor dieser Höhle, wo er spawnt. Und er dachte halt, der ist tot. Nee, der hat geschlafen. Der Bär hat geschlafen. Da ist er halt hin und wollte ihn auseinandernehmen. Und dann ist der Bär natürlich erwacht. Da hat er natürlich dann schnell den Rennmeister gemacht. Hat ihn dann zum Glück nicht erwischt. Aber das war natürlich ein Riesenschock. Gut zu wissen, dass Bären tatsächlich schlafen. Ich muss aber sagen, akustisch merkt man das, weil man diese Bärenkrähen hört. Die hört man ja nicht. Das sind ja dann diese Kadaverkrähen, wenn der Bär tot ist. Das sind ja diese normal kreisenden Krähen.
Und um den Bären, die sind ja ein bisschen aufgeregt und kreischen da ein bisschen stärker herum. Ich fand's nur so lustig, dass ich habe halt auch gedacht, ah cool, hat er den Bären gefunden, denn jetzt nächste Bärenfell, ja nix da. Nix da. Der hat geschlafen, der Bär. Also, für euch zur Info, wenn ihr Bären liegen seht, hört drauf, was für Krähen da herumfliegen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, sieht man den Wolf hier? Nö. Ist mir auch egal. Ich hab drunter ihn geschossen, so ein Mist. Das war natürlich sehr ärgerlich. Eieieiei, was ein Wetter. Sagt die Kleidung, die ist in Ordnung. Macht der Kleidung nicht viel. Dass der Wolf uns gesehen hat, der Penner. Das ist ja unglaublich. Die Rohrkolben rechts, die lasse ich da stehen. Wir brauchen sie nicht. Ach, guten Tag. Ja, nimm die Feder. Ja, ich glaube, wir sind da auf dem Hinweg oben lang gelaufen. Ach, die Hirschstelle ist immer noch da, okay. Die Elchstelle, nicht die Hirschstelle. Ja, die Prozente. Ist jetzt aber auch, muss ich sagen, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Wolfsangriff hatten. Das ist schon Ewigkeiten her. Sehr, sehr lang. Ja, naja, was heißt, ach Quatsch, guck dich mal an, da sind 40% runter. Ist ja lächerlich. Ja, und jemand hat auf Twitter ein Foto gepostet, dass er wohl, ich weiß gar nicht mehr, war das im Interloper? Ich glaube, das war nicht im Interloper, aber er hat halt zum ersten Mal The Long Dark gespielt und hat Elch gejagt. Ja, und hat das wohl so intelligent in Angriff genommen, dass er 3 Rippenbrüche hatte. Also der Elch hat ihn sozusagen ihn 3-mal attackieren können, bevor er dann geplättet wurde. Ist natürlich schon speziell. So. Naja, der Hirsch liegt immer noch da, aber das ist momentan keine Option. Ja, das, der Tag geht auch zur Neige. Gibt hier halt keine Höhle. Das Einzige, was ich mir überlege, ist halt, man könnte noch zu den... zu diesem wilderen Lager rüber. Vielleicht da dann quasi übernachten, aber wir haben nicht genügend Holz dafür. Wir haben... ja, die Kohle halt, aber sonst ja nichts. Da ist noch ein Birkenschössling. Brauchen wir aber jetzt nicht, wir haben wirklich viele Birkenschösslinge. Es wird bläulich. Heißt das Nebel oder heißt das Blizzard? Ich weiß es nicht, was es heißt. Könnte wahrscheinlich Nebel heißen. Ja, ich glaube, es heißt Nebel. Ja, hier vorne bin ich immer am Eingang noch ein bisschen skeptisch, selbst wenn ich nichts sehe. Dass das trostlose Marschland uns noch was an den Hals wirft. Aber ich denke, es passt. So, da müssen wir noch die Kohlen ablegen. Das war natürlich hier vorne. Gerade wenn man das die Region betritt. So. So, dann war jetzt nämlich eine ganze Spur leichter. Sehr schön. Fit
fitnesstechnisch haben wir auch noch ein bisschen was drauf, falls wir rennen müssten. Sehr schön. So, jetzt müssen wir halt gucken, was hier los ist. Das könnte aber gut aussehen. Ja. Nein, tut es nicht. Alter Schwede. Ach du Schande. Handgelenk, okay. Wir sind fast auf Null runter. Das ist unglaublich. Wir sind bei 100% gestartet heute früh. Da vorne ist er gerade rechts in den Wald gerannt. Alter Schwede. Was haben wir noch? 15. Naja, noch ein Wolfsangriff ist der Tod. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein paar Tage uns wieder von diesem Schock erholen. Das waren nur zwei Wolfsangriffe. Oder der jetzt, der war ja giftig. Und das ist halt auch wieder das, was ich im Gefühl habe, dass die Wölfe, wenn sie mal angeschossen sind, im Kampf giftiger sind. Viel aggressiver, als wenn du halt sie nicht triffst, weil sie auf dich zukommen. Der hat übrigens noch einen Pfeil von uns geschluckt. Das heißt, den müssen wir früher oder später noch suchen. Der ist irgendwo da oben hingerannt. Ja, hier sieht man die Tropfen, aber wo er jetzt liegt, ist wahrscheinlich eh noch am Rennen. Hirsch. Sehr schön. Wenn wir natürlich jetzt nichts unternehmen in dieser Richtung. Naja, juhu. Ja, ich setze jetzt aber die Notfallspritze nicht. Wir sind fast zu Hause. Ein Feuerchen. Viele weitere Feuerchen. Ja, die Schneehütte müssen wir halt irgendwann mal wieder aufbauen. So, renn mit dir. So. Okay. Wir gehen direkt hoch. Alles erstmal, alles egal. Klemmen uns erstmal ans Bett. So, diesmal was. Ja. Und trinken. Dann werden wir jetzt einfach schlafen, solange du kannst. Okay, so, es ist jetzt natürlich Nacht, das ist klar. Aber zumindest haben sich die Prozente mal etwas erholt. Etwas. Eieiei. Mann, was ist ein Penner. Ja, man hört den Bären natürlich immer noch. Okay, gut. Erstmal die Stöcke raus, dann machen wir jetzt die Sortieraktion halt im Dunkeln. Ich kann es da nicht ändern. So, was sagen denn die Nahrungsmittel? Eieieiei. Ups. Naja, da kann man das gerade dazu kloppen. Das eine Stück. Sehr schön. Ja, die Wölfe halt. Nee, das ist Reh. Das ist Wolf. Aber das ist. Ja, das werden wir nicht mehr essen können. Dann ist es halt so. Okay, was sagt denn das Gewicht? Wir sind noch ein bisschen schwer. Okay. Warte kurz. So. Hallo? Wo sind wir denn hier? Wir müssen doch hier hinten sein, bei dieser Werkzeug, bei dieser Werkbank. Nee. Ich wollte eigentlich an die Schublade. Heieieiei. Na, so wird das leider nichts. Dafür haben wir zu viel. Ja.
Okay. Gut, was sagt denn eigentlich unsere Kleidung jetzt? Das ist immer die spannendste aller Fragen. Es geht, es hat die Kleidung nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es stand auch nicht da. Doch, die Mütze hat es ein bisschen. Ja, okay. Aber die Felle, die Jacke. Gut, die ist eh unten drunter. Das hat jetzt alles nicht so wirklich bewirkt. Nicht so wirklich dramatisch reduziert. Das ist ja okay. Ach, Schande. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich war doch mal an der Lampe gestanden. Oder nicht? Doch. Sekunde, wir haben ja genug Öl. Das ist jetzt nicht das Problem. Das kann man jetzt mal machen. So, da liegt noch ein Brecheisen. Genau, dann schmeißen wir mal die... Ah, und Schösslinge hier hin. Die Birken-Schösslinge alle hier hin. Die Därme würde ich gern da rein. Genau, wir holen uns mal wieder Stoff raus. Dann heißt es zwei Hirschfälle. Hier hin. So. Dann haben wir ja noch, die könnte man nochmal verbasteln. Das ist natürlich schon praktisch. Es gibt genau eins. So, den Rest. Was zu verkochen ist, das sollte man vielleicht eher hier hin tun. Warte mal, das ist leer. Ein bisschen Futter drin, okay. Dann machen wir das gerade mal. 800 Gramm, 500 Gramm. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Achso, die müssten natürlich eher darüber. Ach, die sind ja noch grün. Hm. Naja gut, dann legen sie zumindest schon mal. So, wir wollten davon ein paar umlagern. Das reicht. So. Haben wir jetzt auch erstmal immer zwei von den Tassen. So, dann haben wir einmal das ist eine Tasse voll Blut. Wolfsblut. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Ach, das ist wahrscheinlich auch alles trocken. Ja, ja, okay. Man, all I can think about is food. Naja, das stimmt. Und es wird jetzt auch ein bisschen teuer. Aber was wir wieder machen, ist klar. Da wir uns ja wieder ein bisschen aufpäppeln müssen. So, hier vorne. Ja, bauen wir mal. War sehr schön. Die Prozente schon wieder weg. So, wie warm ist es denn drin? Nicht. Aber wir sind jetzt viel näher... Ah ja. Gut, dann wärmen wir uns kurz auf. So. Und dann rennen wir mal. Das ist ein bisschen heller geworden. Damit wir einfach ein bisschen schlafen noch können. Echt, du isst, würdest alles essen. Würdest du auch das essen? Ja. Würde sie. Der Hirsch da oben. Seht ihr wahrscheinlich kaum. Jo. Ja, ja, das stimmt, aber das macht nichts. Wir gehen gleich wieder rein, keine Sorge. Das heißt, wir müssen jetzt uns die nächsten Tage mit Rennen und Schlafen über Wasser halten. So, was haben wir denn an Kalorien? Genug, also trinkt mal. Und davon haben wir eigentlich auch genug. So viel schaffen wir wahrscheinlich gar nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, es ist natürlich immer noch Nacht, das ist klar. So, was sagt denn unser Gewicht jetzt? 26 Kilo ist nicht viel besser. God, I have never been so hungry in my life. Ja, wir haben noch ein bisschen Werkzeug. Ich würde halt gern warten, bis es mal hell wird. Eieiei.
Wir warten mal 2 Stunden. 3 Stunden. Genau, jetzt ist es nämlich auch hell. Schön, wir haben ein Blizzard draußen. Das ist natürlich nicht so geil, aber was willst du machen? So, ich würde gerne mal die Tugs aufmöbeln. Ja, das sollten wir vielleicht tun. Wegen der Prozente. Okay, gut. Da haben wir die erste Tug. Die steht jetzt wieder bei 2 und 1 Grad. Sehr schön. Ja. Gut. Dann haben wir das wieder aufgemöbelt. Die Jacke nochmal. Ah, die braucht halt 2 Stoff. Wir warten noch ein paar Prozente, bis wir da wirklich den kompletten Reparaturumfang haben. Das ist sonst zu teuer. Das muss ja jetzt nicht sein. Okay, dann sortieren wir mal das Werkzeug noch aus. Also, warte mal. Trotzdem mal eine Runde rennen. Wir könnten mal die Hagebutten noch verbasteln. Und ansonsten könnte man überlegen, ob man, wenn es mal aufgehört hat zu stürmen, wieder mal auf Holzjagd geht. Weil wir dann doch ein bisschen Holz wieder brauchen. So. Okay. Bleibt da. Haben wir dann nicht gebraucht, weil wir einfach ein Feuer lang und unendlich lang brennen lassen haben. Hallo. Geht das irgendwann noch? 2 Fackeln. 97 und noch 300% Pfeile. Der Wolf, wir müssen ihn halt noch finden. Der hat noch einen Pfeil von uns, der Penner. Okay. Hatten wir dich den Topf hier hingestellt? Wo ist eigentlich unser Topf hin? Wir haben den doch nicht mitge... Ich dachte, wir hätten ihn hier gelassen. Naja, das ist noch das Hasenfell. Jo. Echt? Wo ist denn der Topf? Ist der draußen? Hier ist noch mehr Kohle, ist ja schön. Wo ist denn unser Topf hin? Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Nö, ich dachte, ich hätte ihn hier hingestellt. Despawned. Wir haben den doch nicht mitgenommen. Weil der war ja so schwer. Ich habe doch gemeint, wir lassen den hier, weil der zu schwer ist. Hm. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge ein bisschen Prozentpflege nach den 2 Wolfsangriffen. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Wir müssen halt auf der einen Seite was essen, damit wir halt nicht
dadurch Prozente verlieren, dass wir hungern. Und auf der anderen Seite kostet das Rennen natürlich extra Kalorien. Außerdem haben wir noch einen Blizzard. So viel können wir leider aktuell auch nicht draußen machen. Ich würde gerne den anderen Wolf noch holen. Wegen dem Pfeil. Ob wir den Wolf holen, das weiß ich gar nicht so sehr. Vielleicht auseinandernehmen, abkochen, wegen der Skills. Das wäre wahrscheinlich eine Idee. Aber ansonsten sollte man vielleicht eher gucken, dass man jetzt erstmal die Prozente peppelt. Das wäre jetzt wichtiger. Naja, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.